und herzlich willkommen zu Lilien Insight. Ja, willkommen zurück. Neue Saison, neues Glück. Ja, wir sind hier hoch über den Dächern Darmstadts in der Apero Hofbar. Und ja, ich bin hier auch nicht alleine. Und zwar, guckt doch mal, ich glaube, ihr könnt es erraten, das ist ein Lilienschweine-Cartoon. Ja, und der Macher, Andreas Königer, der ist mit mir hier oben. Hi Andreas, hallo. Grüß dich. Grüß dich, Colin. Schön, dass das geklappt hat. Ja, mein Lieber, also du malst ja diese Lilienschweine-Cartoons und jetzt muss ich mal provokant fragen, wie viele Beschwerden von Spielern gab es denn schon, dass du sie als Schweine gemalt hast? Ja? Bisher noch keine eine, Gott sei Dank. Es gab ja auch noch nicht so viele Spieler. Also Toni Seiler war dabei und bis jetzt war Thorsten Frings dabei. Toni Seiler hat den Bart gehabt, genau. Genau, ne? Thorsten Frings kein Spieler, aber trotzdem, also das waren die einzigen beiden, zu denen bis jetzt ein Bezug hergestellt wurde. Ne? Da kam aber jetzt... Kam bis jetzt keine Beschwerde, nein. Ja, aber Resonanz gab es dafür viel mehr von den Fans, von der Darmstädter Fanszene. Deine Facebook-Seite Lilien Schweine hat jetzt über 1400 Likes. Mhm, ne? Richtig, ja. Hat sogar schon eine Titelseite auf dem Darmstädter Echo. Ja. Hast du das so geplant, als du das angefangen hast? Nee, überhaupt nicht. Also die Idee ist ja entstanden bei einem Auswärtsspiel von den Lilien, als die gegnerischen Fans die Lilienfans als Lilienschweine beschimpft haben. Kennt man ja. Und die Fans, also der komplette Block hat es erwidert. Ja, und dann kam mir die Idee, okay, Schweine in Lilientrikots. Das war so die Idee und so ist es entstanden. Aber also wo das hingeht mal, da habe ich keinen Plan gehabt. Also ich habe das einfach angefangen und geguckt, wo läuft es hin, wird es angenommen. Seit letzten Dezember. Genau, Dezember 2016. Ja. Mhm. Ja, also so... Können wir sagen, so pro Spiel oder vielleicht auch jedes zweite Spiel grob, hast du jetzt Cartoons veröffentlicht. Ne? Und zum Beispiel war mal da eins, als es letzte Saison mit dem Klassenerhalt schon nicht so gut aussah, hast du so einen riesen Felsen, runden Felsen gezeichnet, mhm, wo das Bundesliga-Logo drauf war. Mhm. Und ja, ein Lilienschwein steht da und versucht, den Felsen davor zu bewahren, dass er die Klippe runterrollt. Genau, ja? Genau, so sehen die aus. Wie kommst du denn so auf deine Ideen? Also ich versuche mir da nicht wirklich Druck zu machen und Ideen zu entwickeln, sondern das entsteht einfach. Das Beispiel, was du jetzt gerade hochgehalten hattest mit dem Trikot, da habe ich das Trikot gesehen im Internet. Die Lilien hatten das ja auf Facebook gepostet, da habe ich das erste Mal gesehen und da war mein erster Gedanke, Mensch, das sieht aus wie ein Radtrikot. Und, wie von der Tour de France. Ja. Und schon war die Idee geboren. Also ich versuche mich da einfach von den Gegebenheiten oder von den Dingen, die da passieren, um den Verein inspirieren zu lassen. Ja, Andreas, du bist ja kein Unbekannter, also auch vor den Lilienschweinen hast du ja schon was gemacht. Es gab diese Mannschaftsbox, genau, mit den Porträts, mhm, nicht nur von den Spielern, von den Trainern, von allen, ne? Vom Betreuerstab. Mhm. Das hast du auch gemalt. Richtig, ja. Mhm. Und da hast du auch den Aitaj Sulu ein bisschen besser kennengelernt, ne? Ja, der hat uns damals ziemlich unterstützt. Ohne ihn hätte es die Mannschaftsbox, glaube ich, gar nicht gegeben. Er hat da ging es um Lizenzen von Bildrechten mit den Spielern und so. Und das hat er alles für uns organisiert. Und da hat er uns ziemlich unter die Arme gegriffen, ja. Mhm. Und du hast sogar ein Tattoo für ihn designt, oder? Ja, ich hatte dann ein bisschen Kontakt mit ihm und er hat mich gefragt, ob ich auch Tattoos zeichnen kann. Und ich habe gesagt, ich kann es gerne probieren. Und er hat mir gesagt, was er will. Ich habe das dann so ein bisschen gestaltet und gezeichnet und er hat sich dann auch tatsächlich stechen lassen. Ja. Hat bestimmt was mit Fußball zu tun? Genau. Wo hat er sich hinstechen lassen? Er hat es hier auf der Flanke hier neben. Ah ja, okay. Ja, hat bestimmt was mit seiner Entwicklung so als Fußballer, genau, zu tun, nehme ich mal an. Ja, genau. Okay. Können wir mal hingucken? Ist es auf der rechten Seite? Ich glaube, auf der rechten hat er es, ja. Dann gucken wir beim nächsten Mal, wenn er vielleicht mal oberkörperfrei zu sehen ist. Genau. Ja, müssen wir mal ganz genau da hingucken. Genau. Okay. Ja, Stichwort Malen, Design, Zeichnen. Ich glaube, du hast tatsächlich auch was mitgebracht. Genau, gell? Ich habe was vorbereitet, ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was wir, ich habe keine Ahnung. Er hat nur gesagt, dass er was vorbereitet hat. Und zwar habe ich dich mal gemalt. Das ist ja unfassbar. Mit dem Lilienschwein und dem Schild oder dem Schriftzug. Und ich habe das Shirt habe ich mal freigelassen, weil ich wusste ja nicht, was hast du heute für ein Shirt und für eine Farbe an. Vielleicht kannst du das einfach ausmalen oder dann kannst du mal sehen, wie ist das, wie fühlt sich das an? Also erstmal, ich bin ja völlig überwältigt, das ist ja unfassbar. Also super Team, oder? Finde ich auch, passt, ja. Du weißt mir jetzt gar nicht, wer das Lilienschwein ist. Ja, wahrscheinlich beide, ne? Genau. Und du solltest dir vielleicht einen coolen Spruch einfallen lassen, den setzen wir nachher noch hier oben ein. Das machen wir, also
ich bin gerne. Auf geht's, wenn du mir zeigst, wie es geht, was ich machen soll. Ich habe mich wiedererkannt. Das freut mich. Ja, natürlich. Das hast du ja gemacht. Oft nicht so einfach. Ja, wir haben uns ja vorher noch gar nicht gesehen. Das hast du von Facebook und anderen Fotos hier. Richtig, ja. Ja, super, ey. Das ist ja echt richtig baff. Ich bin ja wirklich. Ja, jetzt müssen wir uns noch überlegen, was sage ich denn da? Du musst dir was überlegen, ja. Linienschweine, das sind wir. Das ist doch der Gesang. Genau. Ja? Können wir machen. Wollen wir das machen? Absolut, ja. Sehr schön. Andreas, ich bin völlig begeistert. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Überraschung und noch mehr, dass du uns die Lilienschweine hier bei Lilien Insight ein bisschen näher gebracht hast. Gerne. Und natürlich, du hast mir quasi was mitgebracht. Ich habe dir natürlich auch was mitgebracht. Und zwar natürlich die Lilien Insight Tasse. Cool. Ja. Und Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Und ich meine, dieser Ausblick hier oben, ich meine, wir können uns ja auch so nochmal hier treffen vielleicht. Absolut, ne? Ja. Ich habe auch noch eine Überraschung für dich, weil beim Fußball macht man Trikottausch. Hier machen wir vielleicht Tassentausch. Es gibt noch die Lilien-Schweinetasse für dich. Super, jetzt haben wir, das ist ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Also. Gerne, Colin. Dankeschön. Gerne. So, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Ich freue mich auf die neue Saison und auch auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.